Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um iOS-Modelle. Wir haben hier einen 57i und das Fahrzeug stammt aus den USA. Was viele von euch nicht wissen, dass die amerikanischen Fahrzeuge haben eine andere Motorsoftware als die EU-Software. Warum ist das so? Weil die amerikanischen Fahrzeuge haben eine andere CO-Norm, die haben auch einen anderen Kraftstoff. Daher, wenn ihr die Fahrzeuge hier überführt, dann fahren die nicht im Optimum. Was ist für mich sozusagen das Resultat oder die Konsequenzen? Die Konsequenzen, dass Bauteile wie zum Beispiel ein Katalysator, das Auto hat zum Beispiel zwei, oder Bauteile wie zum Beispiel Injektoren, Einspritzdüsen, dass die kaputt gehen. Das heißt, die verschleißen schneller, als wenn das Fahrzeug natürlich im Optimum halt arbeitet. Ist ja auch irgendwie logisch. Wir haben die Möglichkeit, das Fahrzeug auf eine EU-Software zu überführen. Das heißt, ihr werdet zwar nicht die Möglichkeit haben, das irgendwie einzutragen zu bekommen oder irgendwie weniger Steuern zu bezahlen, aber ihr habt den großen Vorteil, dass das Fahrzeug halt so arbeitet, wie es arbeiten soll und ihr halt keine Folgekosten habt. Zusätzlich haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Endgeschwindigkeitssperre auch zu entfernen, damit die Fahrzeuge halt auch wie die EU-Fahrzeuge ohne Endgeschwindigkeitssperre fahren. Das kann man natürlich auch über ein Chip-Tuning machen, ist natürlich möglich. Viele US-Fahrzeuge haben das schon, deswegen wissen viele nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen EU-Software und US-Software, weil oft einfach die Endgeschwindigkeitssperre einfach rausgenommen wurde und die Leute gehen davon aus, dass alles in Ordnung ist. Aber wir erleben hier leider sehr, sehr viele Fahrzeuge, viele US-Modelle, die sehr viele Probleme haben, wo wir sehr viel Kosten für Reparaturen investiert wird, die man einfach vermeiden kann, wenn man mit einer Software fährt, die auch für die heutigen Bedingungen, die wir in Deutschland haben oder in Europa, einfach angepasst ist und nicht wie in der EU. Wenn ihr sowas an sowas Interesse habt, können wir das über eine Fernwartung machen. Das heißt, wir schicken euch ein Kabel zu. Über das Kabel verbindet ihr euren Laptop mit dem Fahrzeug. Ihr braucht Internetzugang und dann können wir auch diese US-Software über diese Fernwartung programmieren. Wenn ihr dann Interesse habt, zum Beispiel eine Leistungssteigerung zu machen oder eine Modifikation oder das Auto vorher zu prüfen, wie der Zustand ist, können wir natürlich das auch über diese Fernwartung machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.